Und da sehen wir das nächste Ziel und unsere Hauptbasis. Ich habe meine Hauptbasis wieder gefunden. Zombie Apocalypse. Ich würde sagen, wir werden jetzt auch weitermachen, denn wir waren das letzte Mal auf der Suche nach Inseln und sind dann, ja, ich sag mal, mitten im Wasser stehen geblieben. Ja, da die Folge etwas länger war als wie erst gedacht, dachte ich mir, ja, macht nix. Heute versuchen wir auf jeden Fall eine Insel zu finden und ich hoffe, dass wir eine finden. Jetzt regnet es nicht mehr und wir sehen wenigstens ein bisschen mehr, was positiv ist. Denn ich glaube, wir sollten, wenn wir unsere alte Insel wiederfinden, dieses Nachtsichtzeug, dieses Nachtsichttrank uns holen. Ich hoffe, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, denn ganz ehrlich, ich weiß nicht, also hier ist einfach zu viel Wasser und wir können nicht die ganze Zeit ja auf dem Schiff verbringen. Was heißt Schiff? Auf einem kleinen Boot. Naja, also Schiff ist ja was ganz anderes und ganz ehrlich, es wäre dann auch mit der Zeit etwas langweilig. Ach je, was soll ich dazu auch sagen? Es ist einfach, ich sag mal, oh, ja, nicht so das Wahre jetzt gewesen. Also ein bisschen Pech hatten die ja schon, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das mal in dieser Folge irgendwie hinzukriegen und von daher, ja, wenn es so lange dauert, dann muss ich halt ein bisschen schnippeln und dann, wenn ich dann eine Insel gefunden habe, dann werden wir uns dort ein bisschen einrichten. Nichtsdestotrotz, ja, so ist das Ganze halt, da müssen wir halt durch. Ja, jetzt sind wir nämlich auf hoher See und eigentlich schnippel ich so ungern an den ganzen Sachen rum. Schon allein, weil ich ja mehr oder weniger vollständige Let's Plays mache und da ist ja das Schnippeln ein bisschen anders gesetzt. Also nicht unbedingt, aber manchmal geht es nicht anders. Dann geht es halt echt nicht anders und dann muss man das halt so machen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir können hier paddeln, wie wir wollen. Ich glaube, wir werden hier, wenn wir hier geradeaus schwimmen, nichts mehr finden. Ist nicht so toll! Ja, ganz ehrlich, also so wenig Inseln und trotzdem sind wir mit einer Challenge noch nicht komplett fertig. Also mal ganz ehrlich, abgesehen davon, das ist schon ein bisschen krass. Ein bisschen krass gemacht. Aber Challenges sind dazu da, dass man halt diese Aufgaben erfüllt, die eine Schwierigkeit des Spiels mit sich bietet. Zumindest was ich davon weiß. Und somit ist diese Schwierigkeit auf jeden Fall hier geboten. Allerdings finde ich es auch ein bisschen blöde, dass man hier sich nicht so wirklich orientieren kann, wo was ist. So ist das Ganze. Jo, im Prinzip versuche ich halt irgendwie doch einen Standpunkt zu finden. Und ich rede und wir schwimmen trotzdem und finden trotzdem nichts. Und ganz ehrlich, es ist traurig. Das ist traurig, ja, weil irgendwann dann wird das Projekt einfach nur langweilig, weil ich einfach keine Insel finde. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir hier wirklich nur die Inseln, die wir schon bereist haben, dass das die einzigsten Inseln hier sind und der Rest ist nur Wasser. Das kann doch nicht sein. Ja, dann können wir hier noch, was weiß ich, Stunden paddeln und wir werden trotzdem keine neue Insel entdecken. Das ist so, was ist das? Was hat man sich denn hierbei gedacht? Ich meine, wenn ich das jetzt so unter Wasser sehe, schaut euch das mal an. Es hat immer eine gleiche Höhe, der Boden. Immer wieder eine gleiche Höhe. Und ganz ehrlich, egal wo wir jetzt hinpaddeln wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich keine Insel so leicht finden, die neu ist. Vielleicht haben wir Glück und finden eine alte Insel, die wir schon bereist haben. So kann ich mich besser orientieren. Aber wenn ich hier wirklich nur Wasser sehe und der Boden eigentlich gleich eben fast ist, und das scheint ja hier wirklich zu sein, somit ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger und ich weiß ja nicht. Ja, ich wollte es mir nicht noch schwerer machen, als wie es schon ist. Ja, von daher müssen wir halt hier paddeln, paddeln, paddeln und da bleibt uns nichts über. Dann müssen wir halt paddeln und paddeln und paddeln und ja, so weiter und so fort. Meine Güte, können wir auch mal irgendwann mal Land sehen? Also, nichts gegen Wasser, aber das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Ich weiß, es soll aussehen wie Stranded Deep oder wie das Ganze heißt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. So wenig Inseln war, glaube ich, da nicht der Fall. Und
Auch wenn ich da jetzt vielleicht noch ein bisschen Hoffnung sehe, dass da hier vielleicht noch ein Berg hochgeht. Das sieht mir trotzdem nicht wirklich aus wie eine Insel, oder? Nee, die ist sogar unter Wasser. Kann der uns vielleicht irgendwo einen Weg hinbringen? Irgendwas! Irgendetwas! Das letzte Mal hatte ich ja versucht, mich irgendwie mit der Sonne zu orientieren. Das hat aber nicht so wirklich geklappt, aber ich sehe, da hinten ist auch wieder eine kleine Insel. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal da auf Land. Ne, denn es bringt einfach nichts, die ganze Zeit nur paddeln, auf hoher See zu bleiben. Und auch wenn da keine Nahrung ist und wir haben den ganzen Nahrung quasi jetzt... Wir haben eigentlich gar nichts wirklich. Ne, das ist das Problem. Wir haben Steine, okay. Wir hätten was zu verbrennen. Wir hatten eine kleine Nahrungsquelle, aber das ist nicht gerade viel. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und dich nehme ich mal mit. Dich lasse ich hier nicht stehen. Und hier schwimmen wir jetzt einfach mal rüber. Ach je. Dann müssen wir uns halt hier so ein bisschen zurechtbauen erstmal. Ja. Oh, da hinten ist die nächste Insel. Moment. Ja, wisst ihr was? Machen wir das ganz anders. Bevor wir uns hier jetzt niederlassen... Gehen wir doch darüber. Boah. Und ich dachte, das wird kein Ende hier nehmen mit Wasser. Also, jetzt mal ernsthaft. Ist diese Insel bekannt von mir oder nicht? Ich will mal einmal komplett einmal rausen rum. Vielleicht erkennen wir irgendwas wie... Ja, ich erkenne was wieder. Und hier waren wir auch schon. Ja, definitiv waren wir hier auch schon mal. Ich glaube, ich mache mal einen kurzen Boxenstopp. Och, nee. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch neue Inseln finden, so einfach. Aber ich will mal was ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier eigentlich noch alles? Da ist gar nichts mehr drin und hier war auch nicht gerade so viel. War da noch irgendwas im Ofen? Nein. Ja, Crafting Table brauchen wir nicht. Ja gut, dann ist hier nichts. Ja, dann haben wir hier schon... Alles, was wir brauchen. Ja gut, dann weiß ich auf jeden Fall, wo es ungefähr weitergeht. Und zwar in der Richtung, wo wir hier halt geschwommen sind. Wo hier gerade die Sonne untergeht. Das ist definitiv die richtige Richtung. Und ja, definitiv sehen wir da die nächste Insel, die wir schon bereist haben. Denn ich weiß nicht. Also mehr Inseln als die, die ich schon hier gefunden habe, scheint es hier wirklich nicht zu geben. Es ist teilweise schon etwas traurig. Vielleicht ist es aber auch so, dass es einfach, ja, ich sag mal, fast schon kilometerweit eine neue Insel gibt. Aber das wäre doch auch lächerlich. So, und hier war auch nichts Besonderes, ne? Ach so, hier war das. Da war auch nichts mehr im Ofen, okay. Ja, schön, dann weiter. Einfach weiter. Na komm, lenk doch mal richtig. Also jetzt mal ernsthaft, was ist denn heute alles noch hier? Was passiert hier noch? Was soll ich hier noch sagen? Ich habe hier auf jeden Fall einen Steg gebaut. Und da sehen wir das nächste Ziel und... Unsere Hauptbasis. Ich habe meine Hauptbasis wieder gefunden. Ja, endlich. Das wird aber auch wirklich Zeit. Das ist unglaublich. Ja, gut. Wurde auch Zeit. Ich würde jetzt mal das Nachtsichtzeug mitnehmen. Aber 7 Schallplatten sollen hier in diesen ganzen, in dieser ganzen Map verteilt sein. Wo bitte sind denn die letzten 3? Das ist doch irgendwas, was ich vielleicht brauchen könnte.
sonst nichts. Okay. Naja, gut. Bleiben wir dabei. Hat ja doch besser geklappt, als ich dachte. Na schön. Dann. Dann weiß ich nicht. Sollen wir weitersuchen irgendwie? Also. Ich würde ungern wieder hier komplett in das ganze Wasser strömen. Aber wenn wir in dieser Richtung hier weiterschwimmen, müssten wir doch eigentlich etwas finden. Oder wir reisen hier wirklich gerade im Kreis. Was auch nicht gerade der Sinn und Zweck ist. Moment, war das hier nicht mit dem Schwamm? Könnte es mir gut vorstellen. Sollen wir es jetzt aktivieren? Komm. Ah, okay. Sieht man auch gleich mehr. Aber hier war das definitiv nicht mit dem Schwamm. Und hier waren wir schon. Naja, dieses Nachtsichtzeug funktioniert ja auf jeden Fall sehr gut. Man sieht mehr. Deutlicher. Vielleicht hätte ich es dann aktivieren sollen. Naja, sagen wir mal, wenn ich wieder mal auf hoher See irgendwo bin. Ja gut, ja. Passt schon. Ach, schau an. Wie viele Minuten haben wir noch? Oh. Na dann, nichts wie los. Waren wir da schon auf diesem Schiff da unten? Wenn nicht, dann habe ich eine gute Quelle gefunden. Und dann lohnt sich das Ganze. Ja, das könnten wir noch schaffen. Obwohl. Doch, da waren wir. Aber das ist das mit den Schwämmen, ne? Ja. Hä? Oder waren wir hier noch nicht? Na gut, dann. Ich nehme mal eben kurz hier was mit. Tauch wieder hoch und dann gucken wir uns das Schiff mal genauer an. Ach, hier waren wir ja wirklich nicht. Okay, wieder hoch, hoch, hoch. Yes! Die nächste Schallplatte. Damit haben wir jetzt 5 Stück. Das ist gut. 5 von 7 gefunden. Wenn wir alle 7 haben, müssen wir eine Jukebox craften. Das machen wir aber dann noch. Okay, jetzt wird's schwächer, jetzt wird's schwächer. Ich will da hinten noch mehr hinschwimmen auf dieser Insel. Und kurz mal schauen, was das hier ist. Und ob wir hier schon mal gewesen sind. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier diese Schwammaufgabe. So, das wird, denke ich mal, auch ganz gut passen. Nee, hier waren wir aber auch noch nicht. Gibt es hier tatsächlich noch eine Insel, die wir noch nicht gesehen haben?
Außer ich hab. Aber dann hätte ich das Schiff auch gesehen. Sonst ist hier nichts zu holen. Ja gut. Haben wir doch noch irgendwie was gefunden. Zumindest ist die fünfte Schallplatte, aber mehr ist hier nicht zu finden. Es fehlen immer noch zwei Stück. Und da ist noch, ich sag mal, eine Möwe. Komm her. Na, keine Angst. Keine Angst. Danke. So. Dann schauen wir weiter. Da ist, glaube ich, nicht wirklich was drauf, oder? Nee. Ja gut, dann zurück zu unserem Standpunkt erstmal. Würde ich sagen. Also mit der Lootbox, das machen wir dann ein anderes Mal. Moment, wir sind ja vollkommen falsch. Oder? Nee, wir sind ja von hier gekommen. Oh Mann, nee. Oder? Hä? Das muss doch von da sein. Okay, ja, da ist noch eine Insel. Das müsste jetzt unsere Hauptinsel sein, oder? Täusche ich mich da jetzt? Nee, das ist wieder eine ganz andere Insel. Was? Also irgendwie kann ich mit der Sonne nicht arbeiten. Das gibt's doch wohl nicht. Dann geht's wieder zurück. Oh. Moment, da waren wir auch schon. Ist so seltsam alles hier immer aufgebaut, dass ich echt manchmal nicht weiß, wo ich gerade bin. Also ich muss wirklich mal gucken, dass ich irgendwie sowas in Art wie einen Kompass mache. Allerdings, wie gesagt, ein Kompass wird mir dann wahrscheinlich auch nicht viel helfen können. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächste Mal machen. Also... jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal hier Schicht am Schacht. Und werden erstmal unser Stützpunkt hier aufrüsten. Ich werde jetzt hier den Schwamm aufsetzen, weil hier meine Aufgabe, Schwamm geholt, Aufgabe erledigt. Der voll mit Wasser ist.
So, passt. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hiermit machen soll. Bringt das was mit der Hungeranzeige? Nee, nicht wirklich. Glasflasche, Glasflasche. Ja gut. Naja, da haben wir den Schwamm. Ich pack den jetzt aber wirklich so drunter. Verschönert das hier noch ein bisschen. So. Ja, keine Ahnung. 5 Schallplatten gefunden. Ach, das ist wirklich nicht so einfach. Also ich habe echt gedacht, das könnte vielleicht von Insel zu Insel leicht sein. Aber wir haben so viele Schallplatten jetzt im Wasser gefunden. Also unter Wasser. Dass ich mir gut vorstellen kann, dass die anderen ebenfalls unter Wasser sind. Finden wir das nächste Mal vielleicht raus. Mal sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Feedback da. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stranded Drop. Bis dahin, ciao Leute!